Es muss sich ändern, damit der Erfolg für die Immobilienwirtschaft bleibt und auch für die Unternehmen mit ihren immobiliaren Ressourcen, dass einfach die Gebäude sehr viel flexibler einsetzbar werden, als es heute bislang der Fall ist. Also die Anforderungen, die werden einem zunehmend schneller laufenden Wandel unterliegen, der Strukturwandel durch die Digitalisierung, aber vor allen Dingen auch durch internationalen Wettbewerb, durch die Globalisierung, die damit einhergeht. Und auch die Veränderung eigentlich in der Demografie, die werden die Unternehmen zunehmend krasser treffen. Und das bedeutet eine enorme Veränderung in Quantitäten und Qualitäten im Flächenbedarf. Damit für alle sozusagen die Immobilien in Wert gesetzt bleiben, müssen die Unternehmen lernen, diesen Wandel schnellstmöglich sozusagen zu adressieren und proaktiv zu begleiten.